Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute machen wir einen Klassiker, nämlich einen Hefezopf nach dem Rezept von meiner Mutter. Allerdings natürlich hier in unserem Wunderkessel. Und ich hoffe, dass das genauso einfach wird, wie man mir das versprochen hat. Denn es ist das erste Mal, dass ich das ausprobiere. Und überhaupt, Hefeteig ist nie so meins gewesen. Ich versuch's trotzdem. Wir beginnen. Natürlich, für den Hefeteig brauchen wir Hefe. Das ist ein halber Würfel Hefe, also 20 Gramm. Dann kommt Zucker dazu. Hier heißt es 20 bis 60 Gramm Zucker. Ich habe jetzt 40 genommen, machen wir mal nicht zu süß. Und Milch, da nehmen wir 300 Gramm. Das Ganze alles hier in unseren Kessel und wird jetzt auf 37 Grad erwärmt, 3 Minuten lang auf Stufe 2. Das braucht die Hefe, um aktiviert zu werden, um zu funktionieren. Und das kann man hier genau einstellen, die 37 Grad. Das finde ich eigentlich sehr praktisch. Und dann lassen wir es mal 3 Minuten laufen. So, damit sind die ersten 3 Minuten rum. Und wir kommen zum nächsten Arbeitsschritt. Da brauchen wir 50 Gramm Butter in Stücken und 550 Gramm Weizenmehl Typ 550. Kann man sich gut merken. 550, 550. So, Waage anschalten und dann schauen wir mal. 550 Gramm Mehl. 3 Minuten Teigstufe, damit das Ganze verarbeitet wird und dann melde ich mich wieder. Also diese Teigfunktion, das ist schon ein sehr, sehr praktisches Feature, muss ich sagen. Das wage ich jetzt nicht mir vorzustellen, wie das ist, wenn ich das jetzt alles von Hand kneten müsste. Ja? Die Mama hat das immer so gemacht. Die hat dann von Hand geknetet. Aber deswegen hat die das auch so selten gemacht, weil das echt viel Arbeit ist. Und so, fast von alleine. Ja, Teig fertig. Wir formen da jetzt so eine Kugel draus, machen das in eine leicht eingefettete große Schüssel und lassen den Teig ein wenig gehen. Mit ein wenig meine ich etwa eine Stunde. So, guck mal, müssen wir alles rauskriegen. Muss ich euch noch was zeigen. Ich weiß, ich hatte das schon mal hier, aber das ist total klasse. Hätte ich fast vergessen. Ich habe einen, Teigtwister. Ja, ist ganz großartig. Das setzt man einfach hinten auf und dann drehst du und dann kommt der komplette Restteig raus. Alles raus. Wahnsinn. Nee, da klebt noch ein Stück. Aber gut, das ist überschaubar. Praktisches Teil. Ja, ist auch nicht so teuer. Gibt es bei uns im Wunderkessel-Shop. Ja, in zwei Ausführungen. Einmal Alu und einmal Plastik. Ja, hier, so sieht es aus. Also ich finde das echt praktisch, so für ganz viele Sachen, weil ich habe da vorher immer so rumgestochert. Also vielen Dank an den Wunderkessel-Shop, dass ihr das aufgenommen habt. So, Ringe ausziehen, Kugelformen. Ja, so, das kriege ich noch hin mit meinen grobmotorisch-taktilen Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht, ich muss mal meine Eltern fragen, wie das im Kindergarten war. Ich konnte schon nicht kneten irgendwie. Ich weiß nicht, ich war nie so der Kneter. Aber gut, jetzt brauchst du ja nur noch zu gehen. Ja, Tuch drüber, stell mal an einen schönen warmen Ort, damit der Teig seine Ruhe hat. Und dann melde ich mich so in einer Stunde wieder. So, der Teig ist gegangen, wie ihr seht. Was ich auch schon mal gemacht habe, ist, ich habe den Backofen schon mal angemacht, damit der jetzt auf 180 Grad vorheizt. Ich habe ein Backblech entnommen und ein wenig Backpapier draufgelegt. So, und jetzt kommt der Teil, vor dem ich mich am meisten fürchte. Ich war ja nie so ein großer Bastler und werde es wahrscheinlich auch nie sein, aber es wird ja ein Hefezopf und kein Hefeklops. Also muss ich den jetzt flechten. Wir teilen den Teig in drei gleich große Hälften. Mal am besten mit dem Messer wahrscheinlich, ne? So. Okay, die ist ein bisschen dünn geworden. Mal ein bisschen rüber hier. So, dann
macht man das jetzt am besten wahrscheinlich auf dem Backblech, ne, dass man es nicht rüberheben muss. Genau. Dann rollen wir das aus in 3 Stränge. Der ist immer noch ein bisschen klein und der ein bisschen groß. 3 gleich lange Stränge von etwa 45 cm. So stand es im Rezept. Das ist total cool. Ich habe hier eine Skala. Ich roll jetzt so lange, bis es 45 cm sind. Ja, kommt hin. So. Einmal. Gut. Zweimal. Und der letzte. Wie haltet ihr das aus, mir beim Backen zuzuschauen? Ich würde das, glaube ich, nicht aushalten. Ich sage jetzt mal so, jemand, der so tagtäglich irgendwie backt, der kriegt doch wahrscheinlich die Krise, wenn er mir hier zuguckt. Ich hoffe, dass ich das trotzdem irgendwie hinbekomme. Jetzt muss man das hier so abflachen, so zusammen machen. So. Und jetzt flechten. Ich hoffe, ich habe das noch ich hoffe, ich habe das noch richtig in Erinnerung. Das ist einmal, dann kommt das in die Mitte, dann kommt das in die Mitte, dann kommt das in die Mitte, das in die Mitte, das in die Mitte, das in die Mitte, das in die Mitte. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Hier vorne ist noch ein bisschen dick, das könnte man vielleicht nochmal so. Hey, ich finde es cool. So, soll mal einer was sagen, oder? Hallo. Fürs erste Mal. Ne? Aber das ist ja der Grund, warum wir das hier machen. Dass ihr seht, dass es sogar jemand wie ich hinkriegt, dass ein Hefezopf aussieht wie ein Hefezopf. Jetzt müssen wir das noch bestreichen mit einem gequirlten Ei. So, damit der schön Farbe bekommt. Ja, ja, es gab im Vorfeld schon einiges Amüsement, als es hieß, der Kai muss heute Hefezopf machen. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Ich krieg das hin. Nachdem wir das Ganze mit dem gequirlten Ei gestrichen haben, kommt er jetzt gleich in den Backofen. Wie gesagt, wenn der vorgeheizt ist. Und zwar 25 bis 30 Minuten. Aber es dauert noch ein paar Sekunden, bis mein Backofen soweit ist. Aber ich melde mich dann wieder, wenn ich glaube, dass er durch ist. Leute, wann wird endlich das Geruchsinternet erfunden? Die Küche hier ist erfüllt vom Duft des Hefezopfes. Ich kann es kaum erwarten, den jetzt rauszuholen. 25 Minuten war er jetzt im Backofen. Kann sein, dass ich noch ein paar Minuten drauf geben muss. Der Hefezopf ist gar, wenn er hohl klingt, wenn man auf seine Rückseite klopft. Zitat Mama. Haha, alter Schwede. Ja, das ist ja mächtig. So, dann klopfe ich mal auf den Hefezopf. Ah! Und? Klingt hohl, ist gut, wird gegessen. Großartig. Ich besorge mir mal was, wo ich das drauflegen kann zum Schneiden und dann probiere ich mal. Mein lieber Mann, der ist ganz schön aufgegangen. Ob der so hätte reißen dürfen in der Mitte, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, der schmeckt richtig gut. Man sollte ihn ja auskühlen lassen, glaube ich, bevor man den anschneidet. Aber irgendwie, Geduld ist eine Tugend, die ich aber jetzt gerade nicht habe. Ich schneide jetzt einfach mal die Ecke hier ab. Probier schon mal und dann kann man den Rest immer noch auskühlen lassen. So, lässt sich wunderbar. Oh. Herrlich. Ist echt gut. Echt gut. Da noch Butter drauf oder Marmelade. Das ist ein Traum. Leute, macht das nach, unbedingt. Das ist ja wirklich unglaublich aufgegangen. Ein riesen Hefezopf reicht mit Sicherheit für eine 2- bis 4-köpfige Familie. Da habt ihr echt was von. Und habt ihr gesehen, jetzt diese Teigfunktion, das geht so schnell, das ist so einfach. Das lohnt sich auf jeden Fall, das nachzumachen. Solltet ihr. Wenn das ich hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin, garantiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken
Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das bei euch genauso gut funktioniert hat. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen. Dann schreibt mir und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, weil nur hier gibt es die besten Rezepte aus dem Wunderkessel-Forum oder halt wie heute ein Hefezopf nach einem Rezept von meiner Mutter.